Im heutigen Video zeige ich euch für die M16 die beste Warzone-Klasse, welche Aufsätze ihr spielen solltet, weil man zurzeit bei den Black Ops Cold War Waffen immer ein bisschen drauf achten muss, sind es wirklich die richtigen Aufsätze, da die zurzeit viel Bugs haben und die Pros und Cons nicht das machen, was da steht. Das zeige ich euch in dem Video, plus Rückstoßtest und wir schauen uns an, ob das Vierervisier auf der M16 Visierspiegeln hat, denn normalerweise sollte es das ja haben. Ich fange direkt erstmal an mit Stärken und Schwächen, die mir zur M16 aufgefallen sind, plus meine persönliche Meinung. Ich habe sie in den letzten Livestreams auf Twitch gespielt. Gezwungen wurde ich, die Waffe zu spielen von Eric, meinem Duo-Mate, mit dem ich dann heute Abend auch in eine Duo-Turnier-Qualifikation spiele. Wer da live mit dabei sein will, gerne den Link zu Twitch in der Beschreibung auschecken, jetzt schon mal folgen. Und das Gameplay mit der M16 seht ihr sowieso gerade schon im Hintergrund und gleich gibt es noch ein paar andere Clips, die ziemlich ansehnlich waren, meiner Meinung nach, halt best of vom Livestream. Vorher haue ich jetzt aber auf jeden Fall erstmal noch ein paar Informationen zur M16 raus, was man zu der Waffe wissen sollte, vor allem generell, wenn es um Burstwaffen geht. Also bei Burstwaffen generell, Stärken. Ja, der Rückstoß ist natürlich einfach zu kontrollieren, weil nach jedem Burst begibt sich die Waffe halt einfach in ihre Ausgangsposition zurück und dann darfst du halt den nächsten Burst rauslassen. Dadurch sind sie auf jeden Fall stark auf Mid- bis Long Range, weil du hast nicht so viel dem Rückstoß entgegenzuwirken, sondern du hast die Zeit und die Kapazität halt, dich besser auf dein Aiming und Movement zu konzentrieren. Und vor allem, wenn du dann halt es noch schaffst, einen Headshot zu hitten bei dem Gegner, der übrigens 70 Schaden macht und auf anderen Körperbereichen macht die Waffe halt 40 Schaden pro Kugel, dann brauchst du nur 2 Bursts. Und das endet in einer ziemlich starken, auch vergleichbar mit anderen starken Waffen, wie zum Beispiel der Amex, Kilo, Bruin, Grau. Das endet halt in einer ziemlich starken, kompetitiven Time to Kill. Und also muss man auch eigentlich diesen Headshot hitten im ersten oder zweiten Burst. Angenommen, es treffen alle Kugeln, ne? Immer angenommen, es treffen alle Kugeln. Natürlich veraimt man auch mal und da kommt es aber dann halt schon zu Problemen. Also im Optimalfall trifft man mal alles. Schwächen? Wenn du keinen Headshot machst, brauchst du 7 Kugeln. Das ist halt im Direktvergleich mit einer anderen starken Waffe sehr schlecht für die M16 dann, weil dann ist die Time to Kill, glaube ich, sogar über einer Sekunde. Zumindest ist das bei der AUG so und die beiden Waffen sind ja ziemlich ähnlich. So, und da kommt es halt dann zu diesem persönlichen Skill, ob der Gegner jetzt schlechter ist. Es geht ja sowieso nicht immer nur um die Waffe. Ne? Die Waffe sagt ja nie, ob du jetzt der Bessere bist oder so. Es geht ja in Warzone auch viel um Positioning, Map-Kenntnisse, diese ganze Geschichte. Das werde ich in Zukunft auf jeden Fall hier noch auf dem Kanal behandeln. Also gerne natürlich auch hier am Kanal dranbleiben, abonnieren, dann wirst du meine Videos leichter wiederfinden, die werden in der Abo-Box vielleicht erscheinen oder neben anderen Videos empfohlen werden. Würde mich sehr freuen und es ist natürlich auch value für dich, wenn du in Warzone besser werden willst. Jawohl. Kein Visierspiegeln. Ja, man hat keins gesehen. Man hat keins gesehen, auch wenn es gerade ein bisschen komisch aussah, wegen diesem gelben Sie, aber Leute, Vierervisier, kein Visierspiegeln. Der soll nämlich tatsächlich, hier, guck, er hat Visierspiegeln. Ich hatte jetzt keins, ne? Hat er mich angeguckt? Jetzt sieht man es nochmal. Jetzt ziele ich auf ihn. Jetzt hab ich auf ihn gezielt. Ja. Kein Visierspiegeln. Kein Proved. So, also. Ich liege jetzt wieder hier mit dem Schleifschalengriff, der ja auch den Rückstoß vertikal verringert, das aber halt nicht dort steht, weil es halt zurzeit noch verbuggt ist, ne? Wer das noch nicht wusste. Die ganzen Pros und Cons. Also viele davon stimmen halt noch nicht. Ich probiere jetzt einfach mal, wie es auf der M16 aussieht. So, das waren ungefähr 10 Bursts. Ich mach noch einmal daneben. Also das ist Schleifschalengriff, ne? Der soll eigentlich nicht den Rückstoß verringern, macht er aber. Also wenn ich den jetzt runter machen würde und daneben schießen, ich würde sagen, das machen wir doch nochmal ganz kurz. Ich habe ihn jetzt mal runter gemacht, den Schleifschalengriff, dass man das nochmal sieht, dass ich das selber nochmal geproved habe, quasi für mich auch, dass der wirklich auch den Rückstoß verringert, selbst auf einer M16. Wait a minute! Naja. Das ist mit Griff und das ist halt ohne Griff, Digga. Das ist halt wirklich minimal, ne? Aber es sind halt auch plus 40 Meter, also. So, das war jetzt Feldagentengriff. Also wenn man jetzt den Schleifschalengriff mit dem Feldagentengriff Rückstoß vergleicht, dann ist der Schleifschalengriff halt wirklich besser. Das ist halt echt schwierig. So, wir sind im Hauptmenü von Warzone und gehen jetzt hier in die Klasse rein. Und zwar, bei meinen Ausrüstungen sieht man hier wieder meine Klasse, die ich euch vorstelle. Hier ist die M16 und hier ist die MP5. Kurz alle Aufsätze runtergemacht und hier sieht man jetzt nochmal die wunderschöne M16, nämlich ohne Aufsätze ist einfach alles Diamant. Leider sieht es in-game noch nicht so geil aus, wenn man die komplett Diamant hat, weil die Diamanten irgendwie so schwarz aussehen, so gräulich. Mal sehen, wann das dicke Update kommt, was dann hier so ein bisschen was behebt. Ich hoffe, die Optik von der Diamanttarnung ist damit dabei. Aber Schluss mit den Nebensächlichen-Dingen, wir gehen jetzt zu den Aufsätzen. Und zwar, ich spiele natürlich mit dem Schalldämpfer. Das ist, glaube ich, bei jeder Waffe so. Monolith-Schalldämpfer bei MW-Waffen, Agency-Schalldämpfer bei Cold War Waffen. Ihr seid nicht mehr auf dem Minimap zu sehen beim Schießen. Zielgeschwindigkeit kann man nicht viel machen, aber da die Munition, die wir auf der Waffe haben, die Zielgeschwindigkeit auch nicht verringert, ist es am Ende gar nicht so schlimm.
man aimt trotzdem noch ziemlich schnell rein. 60er Magazin mache ich drauf, einfach um so viel wie möglich von diesem Bug, der zurzeit noch existiert, auszunutzen, dass halt keine Zielgeschwindigkeit verloren geht, wenn man ein Magazin auf die Waffen macht, bei den Cold War Waffen. Ja. Denn die ganzen Aufsätze davon sind noch verbuggt und die M16 kommt ja aus Black Ops Cold War. Bei dem Griff, was wir gerade in Beutegeld noch getestet haben, ja, hat sich ja so gut wie nicht viel Unterschied gezeigt zwischen den beiden Griffen. Ich entscheide mich jetzt doch für den Feldagenten-Vordergriff, vor allem sollten die mal hier die ganzen Vorteile und Nachteile anpassen. Ist für jemanden, der das Video jetzt in einem Monat oder so anguckt, der Griff wahrscheinlich auch der bessere, weil der auch horizontale Rückschlusskontrolle mit verringert und nicht nur die vertikale, wie zurzeit halt noch der Schleifsteingriff. So, zum Visier. Also, ihr wählt da auf jeden Fall eins zwischen 2er und 4er. Und da gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil das 4er-Visier hat zurzeit kein Visierspiegeln, also dieses weiße Leuchten, wenn ihr durch ein Visier schaut und einen Gegner anguckt. So, dann seht ihr ja immer so ein weißes Leuchten, weil es wäre ja viel zu stark, wenn du zum Beispiel so ein 6-fach-Visier nimmst, dich irgendwo auf einen Berg hockst. Ulul, das ist sogar golden, das sieht ja richtig sick aus. Und dann kannst du den Gegner einfach die ganze Zeit anschießen und er weiß überhaupt nicht, woher es kommt, einfach weil du so weit weg bist. Deswegen ist es so bei den Waffen, dass du ab 3,5 Versuchen einen Spiegeln hast, so ein Scope-Glint, dass der Gegner sieht, von wo du auf ihn schießt, wenn du ihn anguckst. Ich empfehle euch das 2er, weil damit habt ihr am wenigsten Rückstoß und auf Close Range habt ihr dann noch gute Möglichkeiten, den Gegner zu killen. 3er geht auch, 4er sollte auch gehen. Und jetzt noch zum Banger-Aufsatz, dem Lauf, den man auf jede DMR drauf machen sollte. Das wird bei den anderen dann auch nicht anders sein. Titanlauf. Zurzeit auch noch ein bisschen verbuggt. Vorteile und Nachteile entsprechen nicht wirklich der Wahrheit. Die Schussrate steigt zwar und die Kugelgeschwindigkeit steigt auch. Ja, da gehen wieder Shoutouts raus an meinen Bro Jagod. Link wie immer in der Videobeschreibung. Der hat das halt getestet. Da ist dabei rausgekommen, dass die Kugeln dann auch noch schneller sind. Deswegen Titanlauf. Und damit solltet ihr eine starke M16 equipped haben. Und was ich noch zum Fadenkreuz sagen wollte, was ich gerade vergessen hatte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das 2er-Visier spielt und das Fadenkreuz noch auf Standard habt, erspielt euch auf jeden Fall das Präzision-Visier. Oder beim 3er-Visier, wenn ihr da das Präzision-Visier habt, ihr das Präzision-Fadenkreuz. Und aber dann mal das 4er-Visier spielen wollt und da noch nicht das Präzision-Fadenkreuz habt, habt ihr es dann trotzdem schon drauf. Weil ihr vorher das richtige Fadenkreuz auf einem anderen Visier ausgewählt habt, bei dem ihr jetzt schon das richtige Fadenkreuz, was ihr wollt, also das Präzision, weil dann ist es präziser einfach wirklich, weil die Linien dünner sind. Das ist nicht wie hier so ein Kreis, der ist dann eigentlich schwarz. Zumindest beim 2er-Visier ist es dann so ein schwarzer Kreis und das finde ich persönlich nicht so geil. Das nur noch so mal ganz kurz nebenbei. Hier ist dieser schwarze Kreis, das finde ich nicht so cool. Das gefällt mir dann schon viel besser. Der hat den gehealt. Ich hasse Trucks. Oh Gott. Warte mal, die Zone kommt ja auch. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ne, bin's nicht, weil der schlecht ist. Gott sei Dank. Oh. Ich hab grad so Todesangst bekommen, weil ein guter Spieler hätte mich das gemacht.